So, kommen wir nun zur Auslosung der U15 für den 16. April am Ostersonntag. In der Gruppe A gesetzt ist Hertha 03 die U15, in Gruppe B gesetzt Hertha 03 U14, Gruppe C Hertha 03 die dritte C und in Gruppe D gesetzt Tennis Borussia Berlin. In Topf 1, den wir als erstes zulosen, befinden sich SV Tasmania Berlin, Frohnauer SC, RSV Eintracht Teltow und der SV Falkensee Finkenkrug. Bela. Frohnauer SC. Frohnauer SC geht in die Gruppe A zu Hertha 03 U15. Der zweite. SV Falkensee Finkenkrug. Der SV Falkensee Finkenkrug geht in Gruppe B zu Hertha 03 U14. Jawohl, der nächste wieder. Der SV Tasmania Berlin kommt zu Hertha 03, dritte C, in die Gruppe C. Dann bleibt noch einer übrig, Bela. RSV Eintracht. RSV Eintracht Teltow geht in Gruppe D zu Tennis Borussia. Kommen wir zum nächsten Topf. Im nächsten Topf befinden sich die Rheinendorfer Füchse, Berliner SC, FC Viktoria 89 und der SC Starken. Bela. SC Berliner SC. Der Berliner SC geht in Gruppe A zu Hertha 03 U15 und Frohnauer SC. Der nächste. Viktoria 89. Viktoria 89 geht in die Gruppe B zu Hertha 03 U14 und den SV Falkensee Finkenkrug. Der nächste wieder. Die Rheinendorfer Füchse gehen in Gruppe C zum SV Tasmania und Hertha 03, dritte C. Und der letzte wieder. SC Starken. Der SC Starken geht in Gruppe D zu Tennis Borussia und RSV Eintracht Teltow. Kommen wir zum nächsten Topf. In diesem Topf befinden sich der FV Wannsee, Rot-Weiß 90 Hellersdorf, RFC Libata und der SC Charlottenburg. Eda. Der RFC Liberta geht in Gruppe A zu Hertha 03 U15, Frohnauer SC und Berliner SC. Der nächste. FV Wannsee. FV Wannsee geht in Gruppe B zu Hertha 03 U14, SV Falkensee Finkenkrug und Viktoria 89. Und der nächste. Rot-Weiß 90 Hellersdorf geht in Gruppe C zu Hertha 03, dritte C, SV Tasmania Berlin und Reinickendorfer Füchse. Und der letzte in dem Pott. SC Charlottenburg. Der SC Charlottenburg geht in Gruppe D
mit Tennis Borussia Berlin, RSV Eintracht Teltow, SC Starken. Kommen wir nun dann zur letzten Gruppe. In der letzten Gruppe befinden sich die SG Groß Gaglow, Harburger Turnerbund, SV Eichede und JFV Eichsfeld Mitte. Bela. JFV Eichsfeld Mitte geht in Gruppe A mit Hertha 03, U15, Berliner SC, Frohnauer SC, RC Liberta und JF Eichsfeld Mitte. Der nächste. SG Groß Gaglow geht in Gruppe B zu Hertha 03, U14, SV Falkensee, Finkenkrug, Viktoria 89 und FV Wannsee. Der nächste. SV Eichede. Der SV Eichede geht in Gruppe C zu Hertha 03, dritte C, SV Tasmania Berlin, Rhein-Eckendorfer Füchse und Rot-Weiß 90 Hellersdorf. Und der letzte. Der Harburger Turnerbund geht in Gruppe D zu Tennis Borussia, RSV Eintracht Teltow, SC Starken und SC Charlottenburg. Fassen wir nochmal alle Gruppen zusammen für das Quali-Turnier der U15 am Ostersonntag. In Gruppe A Hertha 03 U15, Frohnauer SC, Berliner SC, RFC Liberta 1914, JFV Eichsfeld Mitte. In Gruppe B FC Hertha 03 U14, SV Falkensee Finkenkrug, Viktoria 89 Berlin, FV Wannsee und die SG Groß Gaglow. In Gruppe C, Hertha 03, dritte C, SV Tasmania Berlin, Rhein-Eckendorfer Füchse, Rot-Weiß 90 Hellersdorf, SV Eichede. Und in Gruppe D, Tennis Borussia Berlin, RSV Eintracht Teltow, SC Starken, SC Charlottenburg und der Harburger Turnerbund. Ich bedanke mich bei Bela für die tolle Aufgabe. Super gemacht, Bela. Daniel als Schriftführer wünsche allen uns allen ein tolles Turnier, Karfreitag und Ostersamstag bei uns auf der Anlage des FC Hertha 03 und freue mich, so viele Leute wie möglich hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.